Hi YouTube-Fans, lange nichts mehr von mir gehört, aus dem einfachen Grund. Mein Tablet war kaputt, mein Handy ist kaputt gewesen, hatte dann lange Zeit keins. Jetzt habe ich ein ZTE Black L8. Ist ein, naja, ist preisgünstig gewesen. Ich wollte eigentlich ein Huawei von letztem Jahr für 108, aber es gab leider nicht und das war ein Systemfehler. Bei dem System stand drin, dass sie noch eins, vier, sechs Stück hätten, aber der weiß genau, dass es keins mehr war. Das ist so ein Systemfehler gewesen. Ja, und jetzt hat er mir ein preisgünstigeres Handy gegeben. Naja, ich bin nicht so begeistert für das ZTE. Aber, boah, es geht halt. Muss sich halt daran gewöhnen, wie gesagt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, jetzt wollte ich nur sagen, es gibt wieder regelmäßig Videos von mir. Ich bin froh, dass ihr Verständnis hattet. Und, es wird auch jetzt regelmäßig wieder, oder nicht regelmäßig, aber es wird jetzt ab und zu mal wieder TikToks-Videos von mir geben. Und ich werde jetzt auch auf Instagram wieder ein bisschen regelmäßiger sein. Meine Mutter, warum ich auch nicht so oft war hauptsächlich, weil ich kein Handy hatte, aber auch, weil meine Mutter noch in dem Umzug war. Und ich ihr geholfen habe. Ich war noch krank und bin jetzt erstmal wieder richtig gechillt hab durchgestartet, wieder richtig gechillt. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Und ihr könnt mir natürlich immer noch Fanpost schicken. Die Parkstation ist für euch immer noch offen. Die Parkstation-Adresse gibt es immer noch, die ist gültig. Die könnt ihr jederzeit noch was schicken. Ich bin natürlich immer froh. Und natürlich könnt ihr, was wollte ich sagen, mir für die Meerschweinchen was dazulegen. Ich habe jetzt alle, die gehören jetzt alle mir und ich bin immer froh, wenn ihr Leckerlis denen gibt, Heu ihr denen schickt oder Häuschen schickt, also Futterhäuschen oder was auch immer ihr schicken wollt uns, mir, also uns den Tieren, jetzt habe ich für die Tiere gesprochen, ja, ihr könnt euch natürlich entscheiden. Okay, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer, abonnieren nicht vergessen, Kommentare schreiben und es gibt bald ein neues Update von mir generell, weil es wird wahrscheinlich was Neues geben, ich ziehe vielleicht um, ich weiß es noch nicht wohin, aber ich werde euch natürlich am Laufen halten. Das war's dann, euer Chris, tschüss!